endlich wird es soweit. Es ist Sarah-Time. Oh mein Gott. Ein Jahr ist es jetzt bereits schon her. Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Wo ich im Promi Big Brother Haus war. Ja, jetzt startet schon die 4. Staffel der Promi WG. Ja, ihr kennt es. Zickereien unter den Bewohnern. Viel Leid, aber auch Glücksgefühle, Glücksmomente, Auskommen ohne Essen und Kosmetikprodukte, das habe ich am meisten gehasst, ja. Und natürlich die sexy Duschszenen, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und. Ihr habt mir auf meinen Social Media Kanälen eure Frage stellen können, was euch denn so brennend interessiert zu der aktuellen Promi Big Brother Staffel, die heute Abend auch startet um 20.15 Uhr auf Sat.1, ja. Es ist spannend, ich bin ehrlich. Es geht um Kandidaten, um Kameras, um was ist real und was ist nicht real. Und wir starten jetzt. Bada boom, boom, boom. Wie gehen die Promis der neuen Staffel damit um, dass sie ihre Teilnahme im Haus geheim halten müssen? Puh, also. Das Geheimhalten, das gehört natürlich dazu, ja. Man freut sich übelst auf dieses Projekt. Wie so ein kleines Kind und man möchte es am liebsten jedem erzählen, ja, und überall posten und hey Leute, ich bin dabei und da und so und so. Aber man muss einfach seine Klappe halten. Und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber es ist so schwer. Letztendlich muss man sich dran halten, ne? Ja, sonst macht man das ganze Projekt kaputt. Die Spannung ist weg, ja. Die Kandidaten wurden jetzt erst alle bekannt gegeben und das ist doch viel, viel interessanter. Von dem her, das gehört einfach dazu. Wen der eingezogenen Promis kennst du? Wie schätzt du ihn, sie im Haus ein? Ja, da ist jetzt natürlich die Frage, wer zieht wirklich ins Haus ein? Viele Kandidaten werden gemunkelt, die ziehen ein. Es sind nur wenige bekannt. Und von denen, die es Sat.1 schon bekannt gegeben hat, muss ich selbst persönlich sagen, kenne ich keinen persönlich. Da ist es doch sehr, sehr schwierig, die einzuschätzen. Aber man kennt die ja aus der Presse und aus dem Fernsehen. Und ich glaube, das sind sehr, sehr coole Persönlichkeiten dabei, die für richtig Zoff und für richtig Unterhaltung und Entertainment sorgen werden. Ist es denn wahr, dass man unten nichts zu essen bekommt? Leute, was denkt ihr? Meint ihr, dass die Kameras hier uns 24 Stunden beobachten, wir irgendwo hingehen und uns ein paar Schokoladenteilchen und Kuchen und Burger reinfressen dürfen? Hey, es gibt nichts zum Essen. Nichts. Nur das, was ihr selber auch im Fernsehen zu sehen bekommt. Ich habe bei meiner Staffel, glaube ich, 5 Kilo abgenommen, weil ich 13 Tage, glaube ich, und mal 13,5 Tage. Ich habe nichts zu essen bekommen. Ja, und ich habe auch gehört, dass es dieses Jahr noch schlimmer sein wird. Ich bin gespannt, was die Leute da zum Essen kriegen. Ich werde auf jeden Fall... Ich werde das so genießen, den Fernseher einzuschalten und den Menschen da unten, den Promis, da beim Leiden zuzusehen. Weil ich einfach weiß, wie sich das anfühlt und ja, man bekommt wirklich nichts zu essen. Es ist einfach so. Und es ist hart. Richtig hart. Was glaubst du, wie die Promis der neuen Staffel sich kurz vor dem Einzug fühlen? Ja, da kann ich also auch nur zurückdenken. Ich weiß ja nicht, ob das allen so bewusst ist. Aber man weiß ja nicht, wer ins Haus einzieht. Aber die Kandidaten werden ja schon ein paar Tage vorher mitgeteilt. Das heißt, man ist einige Tage vor der Staffelbeginn, also vor dem Staffelstart, schon unter Quarantäne. Ja? Das heißt, man sitzt in einem Hotelzimmer. Dieses Hotelzimmer darf man nicht verlassen. Man hat weder Fernseher, weder Handy, weder Laptop, weder irgendwas, wo man etwas mitbekommen kann. Ja, und da hockt man dann einige Tage ganz alleine rum. Man hat natürlich noch ein paar Fototermine, ein paar Interviewtermine, aber man bekommt halt einfach nichts mit. Ja, man ist alleine. Man denkt nonstop nach über jede Situation, die passieren kann. Wie wird es? Wie ist es? Wer zieht ein? Man macht sich einfach kaputt. Einfach kaputt. Also, welche Gedanken da einem durch den Kopf gehen, vor allem, weil man einfach nicht Kontakt mit der Außenwelt aufnehmen kann, nicht mehr zur Familie. Boah, da geht schon das Arschwasser, das sage ich euch. Also ich hatte schon ziemlich Lampenfieber. Ich hatte Angst, ich hatte Respekt und ich wusste einfach nicht, was passiert. Ja, aber sobald man eingezogen hat, dann... Was ist real und was ist nicht real? Diese Frage kam sehr, sehr häufig. Ja, meine Antwort...
alles ist real. Ja. Es gibt keine Vorabsprachen, was man machen muss, wie man sich geben muss, mit wem man streiten muss, mit wem man sich befreunden muss. Es ist einfach alles real. Wisst ihr, was ich am meisten gehasst habe? Ist, man darf ja nicht schlafen, ne? Und man macht dann seine Augen zu, so. Und dann kommt diese Stimme. Bewohner, es ist noch keine Schlafenszeit. Puh. Wer wird die größte Zicke im Haus sein? Ich glaube, da gibt es genug Kandidaten dafür. Ich glaube, trotz allem irgendwie Kathi Lugner wird schon eine sehr, sehr große Zicke sein. Man hat ja auch schon häufig viele Konflikte und Streitigkeiten im Fernsehen gesehen, wie die abgehen kann, ja. Und ich glaube auch, wenn die im Kellerbereich leben sollte, dass sie da richtig abgehen wird. Also ich denke, dass sie eine der größten Zicken sein wird. Glaubst du, jemand in der aktuellen Staffel wird sich näher kommen? Ist natürlich schwer zu beurteilen. Durchaus kann sowas immer passieren. Aber dadurch, dass so viel Spannung in dem Haus ist, glaube ich, dass es mehr Stress, Streit, Zickenalarm und gibt als Liebe und Zuneigung. Jetzt kommt eine Frage, die ganz vielen von euch interessiert hat. Wie ist es, ja, 24 Stunden lang von Kameras bewacht zu werden? Also in den ersten 24 Stunden guckt man sich erstmal so um, wo sind denn die Kameras, und man achtet noch ein bisschen drauf, wie man sich vielleicht bewegt und gibt, ja. Aber glaubt mir, nach 24 Stunden, man kann einfach nicht mehr darauf Acht geben. Man macht einfach das, was man zu Hause auch macht, weil es einfach nicht funktioniert, sich 2 Wochen so zu konzentrieren, dass man jede Bewegung, jede Aussage irgendwie kontrollieren kann. Also man vergisst es einfach. Man vergisst es einfach. Schwer zu glauben, aber man vergisst es. Wie könnte man den unteren Bereich noch unangenehmer für die neuen Kandidaten machen? Also, ich habe da mal so ein paar Vorschläge. Also ich glaube, was noch unangenehmer wäre wie letztes Jahr, ist, wenn man noch weniger Platz hat zum Schlafen, also noch weniger Schlafmöglichkeiten, es vielleicht noch ein wenig dreckiger ist, es vielleicht auch in irgendeiner Hinsicht mit Nässe irgendwie noch was zu tun hat, also dass es halt wirklich so richtig unangenehm ist. Ekligeres Essen, weil wir hatten ja echt ab und zu mal Kohlrabi und sowas, war echt lecker, hat zwar nicht so gesättigt, aber war lecker, aber ja, Tofu hatten wir auch, ja, aber dann vielleicht einfach noch ein bisschen ekligeres Essen, wie Harzer Käse oder sowas. Da du ja selbst im Haus warst, worauf achtest du jetzt besonders, wenn du die neue Staffel siehst? Ja, mich interessiert es brennend, wie die Kandidaten mit Konflikten umgehen werden. Da war ja ich jetzt nicht der größte Meister drin, ja. Ich würde jetzt heutzutage, wenn ich nochmal einziehen würde, auch einiges anders machen. Aber ich werde die Menschen genau beobachten, wie sie denn mit den ganzen Konflikten umgehen, wie sie mit den Extremsituationen klarkommen. Und man merkt es von Tag 1 bis dann auch Tag 3, wenn man im Keller ist, wie sich die Stimmung verändert. Wie sich die Menschen verändern und die einfach dann euer wahres Gesicht zeigen, das braucht ein paar Tage. Ihr müsst es mal beobachten, so Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4. Ja, darauf werde ich achten. Und natürlich werde ich mir die ganzen sexy Duschszenen angucken. Das ist auch immer sehr unterhaltsam. Ja. Puh, jetzt habe ich euch einige Fragen rund um das neue Big Brother Haus erzählt, geklärt, beantwortet. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, und ich schalte heute Abend ein, 20.15 Uhr Sat.1, und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ja, lasst natürlich euren Kommentar da, ja, ob ihr es heute Abend schauen wird, und auch wenn ihr es geschaut habt, was ihr dazu sagt, ob meine Einschätzungen richtig sind, ob ihr eine andere Einschätzung habt, lasst einfach alles unten drunter und natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Ne? Alle Infos findet ihr, wie gesagt, hier unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder so mal ist. Sarah Time!
Ja.